Und herzlich willkommen zurück zu Portal Knights. Aber natürlich nicht alleine. Beziehungsweise, es ist alleine. Ja, bei uns geht es hier natürlich weiter. Ich bin jetzt gerade auf der Insel, wo es zum nächsten Boss gehen würde. Wir haben jetzt gerade noch ein Event hier, Schneesturm. Und zwar finde und zerstöre drei Schneekristalle. Ich bin hier gerade am gucken, dass ich hier ein bisschen das da schaffen würde, weil diese Insel echt schon extrem stark ist. Also ich habe jetzt noch einen Zauberstab hergestellt. Hier ist ein Eiszauberstab. Und man sehen kann, Moment. Der ist halt Wasserelemente Schaden aus, stark gegen Feuer. Und das ist extrem ganz gut, weil ich nicht weiß, was wir als nächstes für Gegner kriegen. Jetzt gucke ich gerade. Natürlich droppt der auch nicht so ganz nah. Das ist manchmal das Problem. Was ich noch brauche, sind hier die Seiden. Gucken wir mal, dass wir davon noch welche bekommen. Wo kommst du denn her? Da nehme ich auf jeden Fall, wie gesagt, auf jeden Fall was mit, weil das müssen wir separat anpflanzen. Das ist wie hier die Palmenblätter und sowas, aber da habe ich, glaube ich, nicht mehr das größte Problem mit. Könnte rein theoretisch die Klaue hier nehmen. Geht es ein bisschen schneller. Guck mal, da haben wir noch mehr. Weil ich muss noch meine Rüstung und den ganzen Quatsch noch fertig machen. Also die neue. Da brauchen wir noch einige von diesen Kristallen hier. Die wollte ich eigentlich noch ausgeben, aber ich dachte, ach komm, jetzt gehst du mal gucken, was jetzt hier abgeht. Für Events und anscheinend sind ja wieder welche da. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Dinge aussehen. Besser nehmen wir hier noch ein paar grüne Fragmente. Das ist immer ganz gut. Weil ich, wie gesagt, den Boss jetzt suche. Portal Knights ist natürlich, bleibt immer so ein schönes Game. Aber wir haben ja, es hat jetzt gestartet mittlerweile, das Portal Knights Together. Und zwar auch noch als Roleplay gesehen. Wir haben so eine Mischung aus Roleplay und Farming-Folgen. Und die Roleplay-Folgen sind natürlich sehr, sehr nett gestaltet werden. Und da sind wir gerade dabei, dass wir da mal so ein bisschen was in Laufen bekommen. Wir wollen etwas von dem allgemein von Minecraft ein bisschen mehr runter, viel mehr Neues machen, viel mehr neu ausprobieren, weil wir unseren Content erhöhen möchten, in dem ganzen Sinn. Guck ich mal gerade, ob hier irgendwo das hier so ein Schneesturm-Ding da hinten ist. Man sieht, die machen extra. Wow. Extrem Schaden hier. Seide nehmen wir auf jeden Fall mit Eisblume. Guck ich mir gleich alles an hier. Oh, und das hat natürlich erst gestartet. Ich habe jetzt noch. Was haben wir noch? Hat schon. Jetzt bin ich überlegen. Es kommt noch. Es ist die Wild Ale. Die Wild Ale. Extrem geiles Survivor-Spielen ist momentan bei mir auf dem Modus leicht. Und ich weiß nicht, ob ich da noch so weit gekommen bin. Ich weiß, ich habe es jetzt noch nicht zu Ende gespielt. Da sind wir ja noch mittendrin. Das ist auch eine Sondergestaltung. Da bin ich auch viel am Rumtesten jetzt momentan, wie die Folgen und das Ganze werden soll. Also die Gestaltung hier allgemein. Und da bin ich sehr gespannt, wie das ankommt. Na komm. Gehen langsam ein neues Level haben, das wäre extrem schön, aber das dauert noch. Schön von hier oben wegnaschen. Das ist natürlich besser. Oh, ich werde mal ein bisschen drauf jagen. Das kann die Passage gegen effektiv ist. Blitz. Könnte sehr stark effektiv sein. Energiekristall ist ganz nett. Ich weiß noch nicht, für was ich die brauche. Wow. Was bin
bin natürlich runtergefallen. Oh. Ey, ich hab doch gedrückt, die zwei. Ja, nütz. Ich lebe noch. Nice. Wo ist das nervig hier, ey? Hab ich den, hab ich. Oh, die kleinen Dickerchen da. Die Eis. Hab ich gar nicht. Guck, nicht sterben. Ich hab noch ein Feuer, aber der macht zu wenig Schaden. Wenn, dann würde ich ja gerne noch was mit Blitzen machen. Amboss, Altar 2. Elektro. Elektrostab ist ganz gut. Effektiv gegen. Na, stark gegen Wasser. Aber brauchen wir Strom. Stromquarz. Oder weiß ich gar nicht, ob ich die irgendwo herkriege. Dann schleiche ich mich mal da hinten hin. Den würde ich gerne machen. Elektroquarz noch. Sehe ich erst beim Boss, was ich dafür Fähigkeiten brauche. Ich hätte gleich voll. Muss jetzt aufpassen, dass ich hier erst hochkomme. Nummer 1 ist schon mal platt. Noch so ein Energiekristall. Nein, das ist schön. Können wir das hier gar nicht abbauen? Oh doch. Feiner Obsidian. Okay, das ist natürlich was Nettes. Aber dauert extrem lange abzubauen. Sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich finde, das ist kein Obsidian. Das ist halt ein bisschen schade. Obsidian so allgemein wäre ganz gut. Na, da habe ich das nicht geschafft. Man kann ja, wie gesagt, mit Shift und Leertaste versuchen, dass wir das hier zusammen hinkriegen. Oh, jetzt ist es natürlich ein bisschen kritisch. Na, kriegen wir auch hin. Sollten wir. Einfach drauf, einfach drauf, einfach drauf. Top, top, top. Energiekristall schnell holen. Ich würde sagen, dass wir noch schnell mal einmal zur Heimatinsel reisen. Ich will mal gucken, ob wir noch von diesen Energiekristallen noch genug haben. Ich würde gerne den Elektrostab noch machen. Der ist, glaube ich, jetzt effizienter als der Elementarstab. Ich hoffe es mal, ich hoffe es mal. Zwar, nö. Haben wir zu wenig für. Ich brauche. Oder bräuchte. Ne, ich brauchte da mehr, ne? Altar 2. Brauche ich 4 Stück von. Dort heißt von den Beuteln. Crafting, Crafting, Crafting. Wo ist es denn nochmal? Ist das hier drunter? Da. Brauche ich 6 für ein. 2 habe ich. Gucken wir mal, wo kriegen wir denn noch welche her? Hier.
Nee. Nö. Kohle und Eisenerz. Das ist blöd, wenn hier nichts steht. Flammen. Ich reiß einfach dahin. Irgendwo muss es da welche geben. Das ist natürlich mies. Ja, ich weiß nicht, warum da so ein bisschen buggy ist. Ah ja, Delta. Doch. Hier gibt es welche. Ah, danke. Warte mal, der ist besser dagegen. Ich hoffe mal, dass ich entweder einen Elektro-Gegner kriege, was echt schon nice wäre, da hätte ich alles. Oder halt Wasser. Nein, ich wollte mich doch nicht so tief graben. Flamme 8. Ist gar nicht, was brauche ich denn für meine Rüstung? Wizardung. Nicht am Bossaltar. Okay, da brauche ich Seelsaphir. Ich könnte Seelsaphir auf jeden Fall da machen. Das wäre auch Sturm. Einstecken. 5% Akzent trinken zurück. Schaden erlitten haben. Oh, das wäre natürlich die ideale Rüstung eigentlich, ne? Wie sieht's denn hier aus? Spielregel. Ne? Leben. Ne, da ist, glaube ich, das ganz, ganz gut da unten. Plus 5 kritischer Schaden. Das wären die Schuhe. Hier wären die. Ah, das ist die Hose. Da gibt es natürlich 11 plus 11 Generationen. Das ist sehr wichtig. Da brauchen wir 3, 8, 3, 6, 10. 10 heißt für mich im Endeffekt, ich brauche 60 davon. Okay, 60 davon heißt für mich, wir machen Zeitraffer. Dann würde ich sagen, bis gleich.